Hi, meine Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Josie und ich sitze für euch heute im neuen Toyota Yaris Cross, denn wir machen heute gemeinsam einen Verbrauchscheck mit dem neuen Yaris Cross. Der hat ja den neuen Motor drin, also 130 statt 116 PS jetzt. Wir haben uns hier für die Allrad-Variante entschieden, deswegen verzeiht, wenn er ein bisschen mehr verbraucht als die frontangetriebene Version. Angegeben ist der neue Toyota Yaris Cross mit 4,5 bis 5,2 Liter. Ich werde mal versuchen, unter 5 Litern wieder bei Autowelle auf den Hof zu rollen. Und ich glaube auch, das schafft der Crossi. Des Weiteren ist der Cross besser gedämmt als das Vor-Facelift-Modell. Also hören wir auch mal ganz genau hin bei der Laufruhe, wenn wir gleich über die Autobahn fahren. Der Kofferraum ist leer. Wir stellen hier 20 Grad im Innenraum ein. Draußen ist es ultra warm heute, aber 20 Grad, ich glaube, das ist okay, damit können wir fahren. Genau, der Tank ist voll. Aktuell stehen so ungefähr 800 Kilometer Reichweite beim Yaris Cross drauf. Aktueller Durchschnittsverbrauch sind 0 Liter, weil wir eben jetzt gleich losfahren. Wir starten in der Stadt und fahren wieder unsere gewohnte Strecke. Also, los geht's. So, vorsichtiges Anfahren, wie immer. Wir lassen alle Assistenten an, auch den proaktiven Fahrassistenten, den ihr jetzt in den Neuwagen findet. So, zügig beschleunigen und dann ganz entspannt hier durch die Stadt juckeln. Genau, also der proaktive Fahrassistent, der guckt ja, wie die Fahrzeuge vor euch und um euch herum fahren. Und wenn vor euch jemand stärker bremst, bremst euer Toyota auch automatisch. Für mich in der Verbrauchsfahrt jetzt nicht so cool. Aber wir wollen es ja so testen, wie ihr euer Fahrzeug auch im Alltag fahrt. Also lassen wir die ganzen Assistenten an. Wenn ihr das Video nochmal ohne Assistenten sehen möchtet oder da Einwände oder Ideen zu habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Also vom Fahrverhalten muss ich sagen, fährt der Yaris Cross ein bisschen zügiger an. Also man merkt, dass der E-Motor hier ein bisschen stärker geworden ist. Der soll ja nicht großartig mehr verbrauchen, dadurch, dass halt die Mehrleistung durch den Elektromotor kommt. Wollen wir mal gucken. Also unter 5 Liter würde ich den schon gerne bekommen, aber es ist auch einfach ein großes Auto, muss man sagen. Und er ist auch Allrad angetrieben, also sowieso ein bisschen schwerer. Aktuell bin ich bei 9,8 Litern. Das waren jetzt aber so die ersten Meter, die wir gemacht haben. Ich melde mich gleich, wenn es Richtung Schnellstraße geht, wieder bei euch. So, ich bin gerade mal 100 gefahren und 110. Ich finde beides super angenehm im Cross, also im Gegensatz zum Vorgänger. Man muss echt sagen, also hier hat sich wieder ordentlich was getan. Auch die neue 130 PS Maschine ist irgendwie spritziger, beschleunigt schneller und auch jetzt hier wieder auf der Schnellstraße. Also ich fahre ungefähr 100, also 97 km/h und es ist so ruhig einfach. Es fühlt sich an, als würde ich permanent einfach nur segeln. Wichtig ist, wie gesagt, dabei schnell beschleunigen, Fuß runter, großen Zeh drauflegen. Aber es ist mega angenehm. Aktuell nimmt er bei 100 km/h 7 Liter. Kann man nichts zu sagen für so ein großes Auto. So, wir sind von der Schnellstraße wieder runter. Ich bin so zwischen 80, 100, 110 die ganze Zeit gefahren und habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 5,6 Litern. Hallo, finde ich super cool. Also für die Größe von einem Crossi 1A. Ganz nette Fahrradfahrer heute unterwegs. Ja, der fährt sich einfach richtig schön. Und auch jetzt so durch die Kurve und so. Klar, der Allrad angetrieben, der liegt nochmal so ein bisschen, finde ich, fester auf der Straße. Aber ich tippe auch, der Frontangetriebene wird sich super gut fahren. Ich bin mal gespannt, wie viel weniger der Frontangetriebene verbraucht im Gegensatz zum Allradangetriebenen. Genau, 5,2 darf er maximal und wir sind jetzt bei 5,5. Hier ist wieder 70. Schleunigen, zack, Fuß runter und nur den großen Zeh drauf und jetzt wieder rein elektrisch dieses Segeln. Ne? Und wenn man das raus hat, dann fahrt ihr wirklich einen großen Teil rein elektrisch, weil das kann der Crossi richtig gut. So, also wir sind jetzt genau da, wo wir ungefähr hinwollen, bei 5,2 Litern. Wir fahren jetzt hier noch eben kurz diese, ja, durch so ein kleines Dorf, sag ich mal. Hier geht es immer ein bisschen bergauf, aber da, wo es bergauf geht, geht es gleich auch wieder bergunter. So, schöne 30er-Zone, wo wir jetzt hier durchfahren. 5,3 Liter, weil es eben berghoch geht, aber der Verbrenner springt nicht an. Normalerweise bei dem Vorgängermodell wäre hier jetzt der Verbrenner schon angesprungen, weil wir eben hochfahren bei einer Steigung. Und man merkt halt wirklich, dass der E-Motor mehr Kraft hat. Jetzt geht der Verbrenner mal an. Und was uns gerade auch aufgefallen ist, was wir so richtig, richtig gut fanden, der AWA-Sound, also dieses Geräusch, was euer
Fahren, dieses rein elektrische Geräusch, dieses was euer Fahrzeug normalerweise nur bei Schrittgeschwindigkeit macht, damit euch Fußgänger und Fahrradfahrer und sowas hören, das macht der neue Cross jetzt bis 20 km/h. Und ich finde es super, weil gerade die E-Fahrräder, also die E-Bikes, die sind immer ein bisschen schneller unterwegs. Und wenn ich dann durch so eine Spielstraße durchfahre und die fahren 15 vor mir und man würde mich ab 15 km/h nicht mehr hören, wäre es blöd. Also bis 20 km/h das Geräusch zu machen, finde ich super. Und es ist auch irgendwie cool, wenn man irgendwo vorfährt, beim Einkaufsladen oder so, die denken ja alle, ihr fahrt ein E-Auto, weil sich das so anhört, ne? Finde ich auch gar nicht verkehrt. So, wir haben es locker unter 5 Liter geschafft. Leute, der Jahrescross fährt sich so cool. Wirklich, ich kann nur jedem ans Herz legen, fahrt zu eurer nächsten Auto-Weller-Filiale, also zu der nächsten Weller-Filiale und fahrt ihn einfach mal Probe. Das ist ein Riesenunterschied von dem Vorgänger zu dem Facelift-Modell, also wirklich. Wir tuckern jetzt gerade so ein bisschen durch die Stadt. Und das ist auch das, wo ich am meisten unterwegs bin. Ich verbrauche jetzt hier 4,5 Liter und ich habe ein echt großes Auto. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier ein Yaris fahre zum Beispiel, sondern er ist einfach deutlich größer nochmal. Und wenn ich mir überlege, der Yaris verbraucht 3,8 und der Yaris Cross verbraucht 4,5, 4,6. Ist das noch nicht mal ein Liter mehr und das Auto ist fast zweimal so groß für mich. Also ich finde es mega, mega cool. Richtig gutes Facelift-Modell, kann man sagen. Ich mag das immer gerne, wenn sich richtig was tut. Von außen ist der Cross ungefähr so geblieben, wie er vorher auch schon war. Finde ich auch gut, wegen dem Wiedererkennungswert. Und ich mag es nicht so gerne, wenn die Modelle alle zwei Jahre irgendwie neu aussehen, weil der Cross soll schon der Cross bleiben. Aber das Gehirn und der Motor und das Herz und sowas, das haben die nochmal wirklich fein getuned, kann man sagen. Und das Endergebnis ist wirklich spitze. Wir sind jetzt wieder in der Filiale. Und der Crossi hat es mit 4,5 Litern zurückgeschafft. Also habe ich den Allrad sozusagen auf eine Frontvariante runtergefahren. Wobei wir halt nicht langsam gefahren sind. Wir haben ja auch auf der Autobahn, ups, das war die GoPro, wir haben auf der Autobahn ja auch mal 110 km/h drauf gehabt, 115 km/h drauf gehabt, also da auch mal richtig auf den Pin gedrückt. Und auch auf der Landstraße oder wo es berghoch ging, habe ich den Crossi wirklich mal getestet. Mensch, wie stark ist denn jetzt der neue Motor? Also nicht nur wie sparsam, sondern auch wie stark. Und meiner Meinung nach ist das ein richtig gutes Zusammenspiel hier beim Cross geworden. Also tut mir bitte den Gefallen, fahrt zur nächsten Auto-Weller-Filiale oder zur nächsten Weller-Filiale, fahrt den Cross mal Probe und schreibt hier in die Kommentare, wie euch das Facelift-Modell gefällt. Ich fand's super. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns den Daumen da, abonniert den Kanal für noch mehr Infos zum Thema Toyota, Seat und Lexus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.